Jo, servus Leute, falls du dir eine Magura-Bremse gekauft hast, wirst du spätestens nach dem Einbau merken, dass deine Bremsleitung zu lang ist. Oder du merkst es fast nach einem Jahr, weil du zu faul dafür warst. Deswegen zeige ich dir in diesem Video, wie du easy die Bremsleitung auf die gewünschte Länge kürzt, damit dein Cockpit wieder schön clean aussieht. Also, was benötigst du denn alles für Werkzeug? Ein Magura-Entlüftungskit, hier sind Kleinteile enthalten, um öfters mal die Leitung zu kürzen oder mehrmals die Bremse zu entlüften. Dann brauchst du einen Bremsleitungsschneider oder ein sehr scharfes Messer, einen 8mm Gabelschlüssel und einen Hammer. Nachdem du dein ganzes Werkzeug beisammen hast, können wir loslegen. Am besten fixierst du dein Fahrrad oder stellst es so hin, dass es nicht wegrollen kann. Dann entnimmst du entweder das Vorderrad oder baust die Bremszange ab. Die Bremsbeläge drückst du bis zum Anschlag zurück. Dafür kannst du die Transportsicherung nutzen oder ganz vorsichtig einen Schlitzschraubenzieher verwenden. Anschließend sicherst du die Bremszange. Stelle sicher, dass der Bremshebel sauber ist und keine Dreckkrümel in das System fallen können. Den Bremshebel bringst du in eine aufrechte Position und fixierst ihn wieder. Dadurch, dass der Bremshebel in der aufrechten Position sitzt, tritt kein Öl aus und du musst die Bremse auch nicht mehr entlüften. Nun ziehst du die Schutzhülle ab. Dann schneidest du 10 bis 15 cm hinter dem Bremsgriff die Leitung mit dem Leitungsabschneider ab. Achte auch darauf, dass du beide Teile der Leitung mit der Hand festhältst, so dass diese nicht in der Gegend herumfliegen und Bremsflüssigkeit verlieren. Mit dem 8mm Gabelschlüssel entfernst du die übrige Leitung. Die Bremsleitung bringst du nun auf die gewünschte Länge. Achte aber darauf, dass du trotzdem jede Lenkbewegung uneingeschränkt ausführen kannst. Jetzt die Leitung an der gewünschten Stelle abschneiden und wieder beide Teile der Leitung festhalten, so dass diese nicht in der Gegend rumspritzen. Nun setzt du eine neue Stützhülse ein. Die Bremsleitung fixierst du mit den mitgelieferten Führungsblöcken. Jetzt kannst du die Stützhülse vorsichtig mit einem Hammer einschlagen, bis diese bündig mit der Leitung abschließt. Nun fädelst du die Schutzhülle auf, die Überwurfschraube in der richtigen Richtung und den Klemmring. Anschließend setzt du die Leitung bis zum Anschlag ein und schiebst Klemmring und Überwurfschraube nach. Mit der Hand drehst du die Überwurfschraube an. Die Bremsleitung hältst du die ganze Zeit fest und stellst sicher, dass diese dauerhaft am Anschlag sitzt. Mit dem Gabelschlüssel drehst du die Schraube nun final fest. Falls du einen Drehmomentschlüssel hast, nutzt diesen und dreh die Überwurfschraube mit 4 Newtonmetern an. Ich habe leider keinen, deshalb schaue ich, dass das Gewinde komplett drin ist und die Schraube fest sitzt. Nicht übertreiben, da du das Gewinde sonst ausreißen könntest. Jetzt betätigst du einmal den Bremshebel und prüfst, ob Flüssigkeit austritt. Keine Sorge, da die Transportsicherung zwischen den Bremsbelägen steckt, drücken diese sich nicht zusammen. Sollte alles dicht sein, kannst du die Schutzhülle draufstecken, den Hebel in die gewünschte Position bringen und wieder ganz glücklich weiterfahren. Falls du dir noch weitere Tutorials wünschst, schreib es doch bitte in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, stay in touch.